Vama Siddhasana. Vama Siddhasana besteht wie folgt. Du beugst das linke Knie und gibst die Ferse ans Perineum. Du beugst das rechte Knie und gibst die rechte Ferse ans Schambein. Das ist Vama Siddhasana, die linke Siddhasana-Stellung. Manche sagen auch, dass Vama Siddhasana so besteht, dass du auf der linken Ferse sitzt und das rechte Bein nach vorne ausstreckst. Dann die Hände entweder auf die Knie gibst oder die Hände faltest oder eine andere Position ist noch die Hände unter den Nabel geben. Das sind verschiedene Variationen von Vama Siddhasana, die linke Stellung des Vollkommenen.